Endlich heißt es wieder herzlich willkommen zur internationalen deutschen Supermotomeisterschaft. Nach unserer kurzen Sommerpause begrüßen wir euch wieder hier auf dem Harzring. Wir blicken auf drei sehr spannende Rennen zurück und haben aktuell auch einen sehr spannenden Meisterschaftsstand. An Platz Nummer 1 steht Peter Bannholzer, dicht gefolgt von Jan Deitenbach, der in Wittgenborn wieder zu seiner alten Form zurückgefunden hat. Danach Peter Meyerbüchler, der in dieser Saison eine sehr konstante Leistung fährt. Und auf Platz Nummer 4 Nico Ioannidis. Und alle vier Fahrer liegen innerhalb eines Abstandes von nur 4 Punkten. Das verspricht am Wochenende auf jeden Fall sehr spannende Rennen hier am Harzring und auch Spannung in der Meisterschaft. Wie in den letzten drei Rennen stehen wir auch dieses Mal wieder vor einem sehr heißen, trockenen Wochenende, das mit Sicherheit den Fahrern, Sportwarten und Zuschauern auch alles abverlangt. Ich stehe zusammen mit Eddie Fresch. Er ist für uns eben schon gemeinsam mit Georg Lehmann mal auf der Strecke gewesen. Eddie, was sagst du zu der Strecke hier am Harzring? Also auf jeden Fall anspruchsvoll, auf jeden Fall. Obwohl es sehr trocken diesmal. Viele Kanten und Löcher. Ich denke mal, das macht das Ganze sehr anspruchsvoll. Zwei Linien sind im Offroad überall und ich denke mal, das sorgt für spannende Überholmanöver und starkes Racing. Gut, und wie gesagt, ihr wart ja eben schon auf der Strecke und das schauen wir uns jetzt mal an. Genau. So, jetzt die Startgerade runter aus 120 km/h in die Bremsen gehen. Rechts 180 links, jetzt mit Vollgas in den Offroad rein, aufpassen, kleine Welle, jetzt in die Rechtskurve, in Ausmöglichkeit schön zu überholen, erster Sprung, jetzt die zweite rechts, wieder in Außen, dann über den kleinen Sprung rüber, anbremsen, vorsichtig, da kann es rutschig werden, jetzt rechts runter, nochmal Speed aufbauen, jetzt in die Links rein, wieder zwei Möglichkeiten, jetzt Vorsicht auf dem Asphalt, raus, rechts, Reifen, sauber fahren. Jetzt beschleunigen, auf die Links nochmal aufpassen, da kann es rutschig sein. Jetzt gegen gerade statt Ziel, anbremsen, in die 180 links rein. Dann kurz über die Kante, wieder raus, dreifach rechts, erster Rechtsknick. Hier schön Schwung mit dem, nochmal der zweite Rechtsknick auf die Gerade. Jetzt in die Scheiße aufgerufen, rechts, gerade raus. Jetzt nochmal in die 180 links und jetzt letzte Start gerade vor Startziel. Schön Schwung mitnehmen in die rechts rein und jetzt geht's auf die Startzielgerade wieder abrufen, beschleunigen und das war eine Runde auf dem Ort. Es ist jetzt Samstagmorgen, wir sind im Fahrerlager, auf der Strecke laufen die ersten Trainings und wir werden jetzt wie immer mal ein bisschen bei den Teams vorbeischauen, um die Stimmung einzufangen. Wir stehen jetzt hier bei Peter Bannholzer, aktuell Tabellenführer. Nach deinem Sieg in Wittgenborn, deinem ersten Platz 1 in der internationalen deutschen Supermoto-Meisterschaft, wie fühlt es sich an? Was erwartest du von dem Rennen hier auf dem Harzring? Ja, es war super, mein erster Sieg. Ja, ich war irgendwo stolz drauf. Meine Erwartung natürlich den ersten Platz halten. Wird nicht ganz einfach, weil die Konkurrenz auch sehr stark ist. Hab momentan 4 Punkte Vorsprung. Aber jetzt sind wir hier bei Jan Deitenbach. Jan, du kommst gerade von der Strecke. Aktuell bist du auf Platz Nummer 2 in der Rangliste. Nach dem Lauf in Wittgenborn, kann man so sagen, wieder zur Form gefunden? Ja, zum Glück, sage ich, rechtzeitig wieder die Form gefunden nach der Verletzung. Ich wusste, dass ich irgendwann wieder reinkomme, dass es so schnell geht, habe mich auch überrascht. Cool, dass es dann in Wittgenborn geklappt hat. Jetzt sind wir auf der Strecke, wo ich Supermotofahren angefangen habe vor 20 Jahren. Die Erwartungen sind eigentlich immer die gleichen. Wenn man da vorne mitfährt, will man da vorne bleiben. Und dann muss man einfach gucken, wie die anderen performen, wie ich performe. Und ich würde mir wünschen, aufs Treppchen zu kommen. Und klar, immer alles schwierig, aber man will ja den Meisterschaftskampf bis zum Schluss offen halten. Sind wir hier auch bei Peter Meyerbüchler. Du bist ja seit Saisonbeginn eigentlich permanent auf Platz Nummer 3 in der Tabelle. Wie sieht es am Wochenende aus? Schaffst du den Sprung nach vorne? Ich hoffe sehr, das wäre das Ziel. Allmählich reicht es für Platz 3. Jetzt will ich noch ein bisschen nach vorne und ja, gebe alles und hoffe einfach, dass es gut hinhaut. Nico Ioannidis hier bei mir. Du kommst jetzt auch gerade von der Strecke. Nach deinem Rennen in Wittgenborn, also vor Wittgenborn, warst du noch auf Nummer 1 gewesen, dort auf Nummer 4 abgerutscht, allerdings mit nur 4 Punkten Abstand.
Was sind deine Pläne? Eigentlich klar, was ist dein Ziel dieses Wochenende? Mein Ziel auf jeden Fall, genug Punkte zu sammeln. Jetzt ohne Offroad. Ich hoffe, dass der Offroad so schnell wie es geht aufgemacht wird, weil ja, nur Asphalt nicht so mein Ding. Macht halt Supermoto nicht so ganz aus. Ja. Aber Wittgenborn war das Problem. Ich habe Fieber gehabt und war nicht fit, war krank und dann war absolut scheiß Wochenende für mich. Und ja, dieses Wochenende bin ich fit und greife mal an. Also ich denke, das kriegt man dieses Wochenende hin. Punkte sammeln und die Meisterschaft sind noch 3 Rennen. Ja, die Meisterschaft ist noch lang. Da ist noch einiges drin. Sonntagvormittag, heute ist Renntag. Ich stehe bei Tim Salay. Tim, gestern im Zeittraining auf Position 2 gefahren. Ja, was erwartest du heute fürs Rennen? Ja, Platz 2 natürlich. Ich würde gern Platz 2 bleiben, halt dominieren, was ich hinter mir lassen kann. Weltmeister versuche ich halt hinterher zu kommen, aber guter Start und dann alles trocken. Hi, mein Name ist Nina Edgar und ich fahre in der Klasse S4 in der IDM mit. Wie immer ging es am Samstagabend los mit dem ersten gemeinsamen Lauf der Junioren und Rookies. Der Juniorfahrer Till Albrecht setzte sich gleich nach dem Start an die Spitze, die er aber sofort wieder an Adam Stojanovic abgeben musste. Stojanovic verteidigte seine Position und ging als erster ins Ziel. Albrecht hielt sich von da an bis zur 7. Runde auf der Position 2, musste sich dann aber hinter Paul Müller auf der Position 3 einreihen. Auch im zweiten Lauf am Sonntag dominierte Stojanovic und fuhr ungehindert auf den ersten Platz. Lasse Welch setzte sich auf Position 2, die aber in der 4. Runde an Till Albrecht abgeben musste und landete somit auf Platz 2. Till Albrecht bekam eine Zeitstrafe wegen Frühstart und landete auf Platz Nummer 5. Bei den Rookies setzte sich Jevsevi Kovalov an die Spitze, hielt die Position und sicherte sich somit den ersten Lauf. Der zweite Platz ging an Paul Niewöhner, gefolgt von Lorenz Bang. Nach einem schlechten Start in Lauf 2 fiel Kovalov zunächst auf den vorletzten Platz, kämpfte sich dann aber nach vorne und sicherte sich in der letzten Runde den zweiten Platz vor Levin Heimann. Den Sieg holte sich in diesem Lauf Lorenz Bang. Im ersten Lauf des U40 Cups setzte sich Steffen Jung wie erwartet an die Spitze und hatte nach wenigen Runden keinen direkten Verfolger mehr. Hinter ihm platzierte sich zunächst Rocco Tänzler und dann Gunnar Hasing. Hasing gelang es aber nach wenigen Runden, Tänzler im Offroad zu überholen und konnte die zweite Position ins Ziel bringen. Tänzler saß ihm aber über die komplette restliche Distanz im Nacken und holte sich den dritten Platz. Der zweite Lauf ging ebenfalls an Steffen Jung. In diesem Lauf war aber wieder mit Christoph Bartsch, der im ersten Lauf beim Start nicht wegkam, zu rechnen. Nach dem Ausfall von Gunnar Hasing, der bis Runde 9 auf Position 2 war, landete Bartsch hinter Rome Tänzler auf dem dritten Podiumsplatz. Im ersten Lauf ist mein Motorrad einfach vor dem Start ausgegangen, keine Ahnung warum. Bin glücklich, dass mich keiner von hinten abgeschossen hat. Dann von ganz hinten auf 9, heute im zweiten Rennen. Ja, war ein toller Kampf mit dem Nacken und mit dem Rocco Tänzler. Am Ende bin ich Dritter geworden hinter dem Rocco und Steffen. Danke, ciao. Für die erste Startreihe des Finallaufs der Klasse S4 qualifizierten sich in den Vorläufen Paul Ulrich auf der Pole Position, Marcel Biermann auf 2, gefolgt von Patrick Winter und Benjamin Hagmeier. Pole-Setter Paul Ulrich setzte sich direkt beim Start an die Spitze, an der er sich über die komplette Renndistanz halten konnte und das Finale der S4 so für sich entschied. Zunächst platzierten sich Marcel Biermann und Tobias Walter hinter ihm. In der zweiten Runde stürzte Biermann und fiel auf Platz 6 zurück, von dem er sich langsam wieder hocharbeitete und dann als Zweiter über die Ziellinie ging. Walter profitierte noch 2 Runden von Biermanns Sturz, musste dann aber aufgrund eines technischen Defekts abbrechen. Das machte Lorenz Hauser den Weg auf Position 2 frei, den er in Runde 7 aber schon wieder an Marcel Biermann zurückgeben musste und somit auf Platz 3 landete. Ich hatte einen guten Start gehabt und war von dort an vorne und konnte meinen Vorsprung verwalten. War ein super Rennen. Ich danke allen, die mich unterstützt haben. In der Klasse S3 hieß es Doppelsieg für Malte Thomas. In beiden Rennen sicherte sich Thomas vom Start weg die Führung, die er beide Male knapp vor dem Youngster Torf van Praag ins Ziel brachte.
Dahinter ging es nun um die beiden übrigen Podiumsplätze. In Lauf 1 setzte sich zunächst Mario Franke auf die zweite Position der S3, stürzte aber in Runde 7, verletzte sich an der Hand und machte daraufhin das Rennen ab. Davon profitierten Raphael Michels, der so ungehindert den zweiten Platz einfuhr, und Michael Jakobs, der sich das dritte Treppchen sicherte. Im zweiten Lauf machten Raphael Michels und Tobias Jakobs die Position 2 und 3 untereinander aus. Michels, zunächst Zweiter in der S3-Wertung, musste in Runde 3 Tobias Jakobs Platz machen. Dieser hielt die Position und holte sich vor Michels das zweite Podiumstreppchen. Heute jetzt 2 Siege eingefahren, von 1 auf 1 gefahren, hat alles wunderbar funktioniert. Deswegen muss ich mich auch nochmal bedanken bei Alexander Winzig-Heilig, der mir das Moped in letzter Minute repariert hat. Super Alex, vielen Dank. Danke auch an mein Team, super Wochenende gewesen. Ich freue mich auf Schleiz. Thor van Praag ging beide Male hinter Thomas über die Ziellinie und sicherte sich jeweils 25 Punkte in der Meisterschaft vor Max Orbans. Dennoch bleibt Orbans in der Tabelle vor van Praag. In den Zeittrainings der Klasse S2 setzte sich Eddie Fresh auf die Pole Position, gefolgt von Kevin Wüst, Gaststarter Maxim Kowalow und Justin Grüßer auf Startplatz 4. Im ersten Lauf setzte sich Eddie Frech an die Spitze, baute hier seine Führung aus und ging nach 15 Runden als erster ins Ziel. In der ersten Kurve platzierte sich Kevin Wüst an zweiter Stelle, wo er sich auch bis zum Ende des Rennens halten sollte. Spannender ging es bei Justin Grüßer zu, der sich vom Start weg auf Platz 3 setzte, sich aber permanent gegen Maxim Kowalow verteidigen musste. In Runde 12 gelang Kowalow der Sprung vor Grüßer, was ihm den dritten Platz in diesem Lauf einbrachte. Im zweiten Lauf fuhr Eddie Fresh erneut einen starken Sieg ein. Dieses Mal reihte sich Kowalow hinter ihm ein und brachte einen sicheren zweiten Platz ins Ziel. Justin Grüßer auf Position 3 musste sich dieses Mal über die komplette Renndistanz gegen Kevin Wüst behaupten, was ihm am Ende auch gelang und ihm den dritten Platz auf dem Podium einbrachte. Ja, Eddie Fresh hier. Zweiter Lauf ist jetzt durch. Oh, Schwarz-Ziel-Sieg. Konnte jetzt endlich mal einen guten Schlag hinlegen und danke an wirklich alle hier bei den Temperaturen, dass sie das alles durchziehen. Freue ich mich auf Schleiz und das wird bestimmt auch richtig geil. In der Meisterschaft bleibt Eddie Fresh wie gehabt an der Spitze, gefolgt von Justin Grüßer und Kevin Wüst auf der 3. Sonntagnachmittag, 13.15 Uhr. Es wird spannend. Hinter mir baut sich gerade die S1 zu ihrem ersten Lauf auf. Wir haben ein sehr spannendes Line-Up in der ersten Reihe. Marc-Rainer Schmidt, daneben Tim Zahler, der sich mehr oder weniger überraschend auf die zweite Position gefahren hat, gefolgt von Jan Deitenbach und Nico Ioannidis. Spannend geht es dann auch direkt weiter in der zweiten Reihe mit Peter Meyer-Büchler, Peter Bannholzer und Simon Willensen, der jetzt hier zum ersten Mal seit seiner Verletzung in Schafheim wieder an den Start geht. Im ersten Lauf setzte sich Weltmeister Marc-Rainer Schmidt wie selbstverständlich an die Spitze. Dahinter führten Ioannidis, Deitenbach und Salai einen erbitterten Kampf um die Führung der Verfolgergruppe, den Deitenbach Ausgang der zweiten Kurve für sich entschieden hatte. Nico Ioannidis auf 3 stürzte nach der ersten Runde im Offroad und fiel auf Position 8, von wo er sich bis zum Rennende nur noch auf Platz 6 retten konnte. Jan Deitenbach musste das restliche Rennen dem Druck von Peter Bannholzer standhalten. Auch Tim Zahler versuchte immer wieder an Bannholzer heranzukommen. Letztendlich blieb es jedoch bei der Reihenfolge Deitenbach, Bannholzer, Zahler. Marc-Rainer Schmidt beendete den ersten Lauf als Sieger mit einem mehr als sicheren Abstand. Im zweiten Lauf reihten sich hinter Schmidt Jan Deitenbach, Tim Zahler, Peter Meyer-Büchner und Nico Ioannidis. Doch nach wenigen Runden kam es zum Sturz von André Ziegler im Offroad, woraufhin das Rennen abgebrochen wurde. Auch Peter Meyer-Büchner stürzte im Offroad und verletzte sich die Hand. Nachdem er schnell bei den Sanitätern vorbeischaute, trat er aber trotz verletzter Hand wieder an. Beim Restart setzte sich dieses Mal Tim Zahler hinter Marc-Rainer Schmidt. Er kam zwar nicht an ihn heran, konnte aber einen komfortablen Abstand zu seinen Verfolgern ausbauen und so den zweiten Platz einfahren. Peter Meyer-Büchler, der mehr mit seinen Schmerzen als mit seinen Gegnern zu kämpfen hatte, fuhr trotz seiner Verletzung auf Platz 6. Ioannidis, der zunächst auf Platz 3 war, musste erst Bannholzer und dann in Runde 5 auch Deitenbach Platz machen. Von hier an begann ein verbissener Kampf um den
dritten Platz. Über 10 Runden schafft es Deitenbach nicht an Bannholzer vorbei. 3 Kurven vor Schluss ergriff Deitenbach seine letzte Chance und setzte zum Überholen an. In diesem Zweikampf stürzte Bannholzer und sein Motorrad verkeilte sich in Jan Deitenbachs Maschine. Deitenbach kam, nachdem die beiden Bikes wieder voneinander getrennt waren, schneller in den Sattel und konnte so als Dritter ins Ziel fahren. Auch im zweiten Lauf konnte ich heute für mich entscheiden. Start nicht ganz so gut weggekommen. In der zweiten Kurve den Tim überholen. Wieder ein Sieg für mich, mehr oder weniger Startziel mit einigen Sekunden Vorsprung. Habe mich super gefühlt auf dem Motorrad, hat alles funktioniert. Jetzt wünsche ich allen anderen viel Erfolg. Bei den letzten zwei Rennen kann ich leider nicht dabei sein. Ich habe italienische und Weltmeisterschaft, also viel Erfolg und bleibt sitzen. In der Meisterschaft entstand nach diesem Lauf eine ganz besondere Situation. An der Spitze stehen punktgleich Jan Deitenbach und Peter Bannholzer. Gefolgt von, ebenfalls punktgleich, Tim Salay und Peter Meyerbüchler. Nico Ioannidis bleibt auf Platz 5 mit 13 Punkten Differenz in Reichweite der Tabellenspitze. Nach wieder mehrmals heißen Rennen verabschieden wir uns jetzt hier vom Harzring. Neben mir steht Tim. Tim, du hattest jetzt tatsächlich ein mega Wochenende. Letzter Lauf, jetzt auf den zweiten Platz gefahren. Wie war's? Also im letzten Lauf, ich sprang mal beim Anfang an. Qualifying Platz 2 war schon ersten, war richtig geil, war mega happy. Dann war erstes Rennen, war nicht so gut, schlechten Start gehabt, war Vierter. Aber dann den letzten Lauf konnte ich dann für mich den zweiten Platz dominieren. So war richtig gut, ich bin wirklich, wie du schon sagst, richtig happy. Also auch geile Strecke, Harzring. Ich mag, der Offroad haben sie auch zum Glück gut hinbekommen. Nicht zu sagen, also richtig happy. Ja, ich denke auch, es war für alle Beteiligten halt ein mega Wochenende hier. Alles ist gut gelaufen und wir freuen uns jetzt auf in 3 Wochen. Da geht es nämlich in Schleiz wieder auf den Start, an den Start am Schleizer Dreieck. Und da wirst du auch wieder am Start sein und dann sehen wir, wie es in der Meisterschaft weitergeht. Ja, genau.